Das wird ein spannendes Referat. Ich glaube, wir werden. Grüezi miteinander. Also in meinem Referat geht es nicht nur um den Herzbindenschutz, sondern auch um den Lehrplan 21. Und da geht es um Zusammenhänge und Hintergründe. Einige Zusammenhänge und Hintergründe im Lehrplan 21. Also, bis im November vom letzten Jahr haben die Zeitungen immer geschrieben, ja, die da dagegen sind, das sind so rechte Gruppierungen, die sowieso gegen alles Neue sind. Und dann, am 29. November, hat die Sonntagszeitung Broschüren vorgestellt. Das ist die da links, Einspruch. Und die Broschüre ist von Linken, Professoren, Wissenschaftler, Lehrer und so weiter geschrieben worden. Und das war wie ein Paukenschlag gewesen. Und jetzt weg haben die Zeitungen nicht mehr können behaupten, das sind nur irgendwie so ein paar da. Neben draussen, die da den Lehrplan 21 kritisiert, sondern Kritik kommt von allen Seiten. Und das ist, weil das eben so eine schwerwiegende Änderung ist, für unser Schulsystem, weil da alles auf den Kopf gestellt wird. Es hat aber schon linke Kritik, hat schon früher gegeben, nur haben das die Medien mehr oder weniger so geschoben. Zum Beispiel hat die Ständerätin von Basel Stadt, Frau Anita Fetz von der SP, hat schon 2014 geschrieben, der Lehrer lasst die Schule in Ruhe, der Lehrplan 21 ist gescheitert. Und wir haben jetzt da, oder wir haben jetzt da nach einem Zeugen, wo der Lehrplan 21 kritisiert, wo aber völlig ein unverdächtiger Zeugen ist, weil er ist nämlich kein Lehrplan 21 Gegner. Er ist eigentlich auch kein Freund von der Demokratie, er ist ein Föderalismus Gegner, ist auch ein Demokratiegegner, er ist für Zentralismus und eigentlich ein EU-Freund. Aber er hat so klar kritisiert, dass man ihn gut als Zeuge kann bringen. Und er ist unverdächtig. Also, Herzbinden hat geschrieben, dass man 1990 im Länderbericht der OECD, also OECD ist ja eine Wirtschaftsorganisation, eine internationale, grosses Lob für die ausgeprägte demokratisch-parlamentarische Einbettung des Bildungswesens, für dessen Bürgernähe und seine damit verbundene grosse gesellschaftspolitische Legitimität. Das hat die OECD 1990 noch geschrieben. Und das hochstehende Bildungswesen ist eigentlich für unseren Lebensstandard, den wir heute haben, einer der wichtigsten Faktoren. Zusammen vor allem auch mit dem dualen System von der Berufsbildung. Dann, wie Sie alle wissen, hat man 2006 über den Bildungsartikel in der Bundesverfassung abgestimmt. Man hat die Bevölkerung gesagt, es geht um einheitliche Eckwerte. Also es hat gesagt, ja, wenn die Familie von einem Kanton in andere zügelt, dann gibt es für die Kinder einen nahtlosen Übergang. Da muss man nicht irgendwie eine Klasse wiederholen, das ist alles schön, dann einheitlich, wenn man den Bildungsartikel hat. Und das Volk und sämtliche Parteien, bis auf eine,
haben dem zugestimmt, haben die Ja-Parole. Aber eine Partei, und das ist ganz interessant, das war eine linke Partei, Linksaussenpartei, PDA, die hat das ganze Spiel schon dort mal durchschaut. Und der damalige Nationalrat, Josef Tsisiadis, hat gesagt oder geschrieben, diese Vorlage ist ein totaler Bruch des Föderalismus, der Kooperation zwischen den Kantonen. Das ist ein absolut antidemokratisches System, das zu einer totalen Zentralisierung ohne Kontrolle durch Volk und Parlament führt. Das hat er 2006 im April gesagt. Aber niemand hat auf ihn gewusst. Und dann interessant ist, die EDK, also die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, die sich in Bern trifft, die hat eigentlich schon 2005 hat sie von einem Lehrplan geredet. Aber man hätte eigentlich den Lehrplan schon in den Bundesartikel reinbringen können. Aber das hat man nicht gemacht, weil man sehr wahrscheinlich Angst hatte, dass es dann abgelehnt worden wäre. Weil der Lehrplan ist gegen die kantonale Bildungshoheit. Und das hätte sehr wahrscheinlich dann der Bundesartikel, wäre dann auch abgelehnt worden. Darum hat man das dort mal gemacht. Also in dieser Abstimmung oder auch in dem Verfassungsartikel 62 der Bundesverfassung steht nichts von Lehrplan 21. Und das ist wichtig zu wissen, weil die Zeitungen schreiben immer wieder von dem. Und alle berufen sich darauf, das steht wieder drin. Aber es steht nicht drin. Dann ist irgendetwas schief gegangen, weil Hans Binden war ja eigentlich der, der den ganzen Bildungsartikel vorantrieben hat bis zur Abstimmung. Praktisch im Alleingang hat er es verstanden, alle können irgendwie über den Tisch ziehen, dass sie dem zustimmen. Und 2009 hat er sich in einem Journal oder in einem von der Gewerkschaft geäußert, dass da etwas nicht gegangen ist. Er hat eigentlich wollen, dass das Schulwesen von Bern aus zentral könnte gesteuert werden. Das war seine Idee gewesen. Dann hat er gemerkt, dass da irgendetwas schief gegangen ist und er schreibt dann lautloser Gang des schweizerischen Bildungswesens nach Europa. Er hat also gemerkt, dass da gar nicht mehr Bern steuert, sondern dass das schon in Brüssel gesteuert wird. Und das hat ihm nicht gepasst. Er sagt dann, der Nachvollzug von europäischen Reformen, also auch Schulreformen, geschieht immer mehr an Parlamenten und Öffentlichkeit, also in der Schweiz, vorbei. Und die EU, das weiß man, die haben Programm, oder? Ein Programm, das heißt Lifelong Learning Programm. Das heißt lebenslanges Lernen, das haben Sie sicher schon gehört, lebenslanges Lernen, das kommt von der EU. Und dann haben Sie so Sachen entwickeln, wie da ein Sprachprogramm, Abelium. Und da merkt man jetzt den Zusammenhang zwischen den Reformen und der Wirtschaft. Abelium, das ist schon eine Software. Und dann gibt es da so eine Werbung für Abelium, da heißt es, sprechen in der Fremdsprache lernen wir nur, wenn wir wirklich sprechen. Dann heißt aber, die Zeit und Möglichkeiten hierfür im Unterricht und außerhalb sind begrenzt. Also, und dann schlagen Sie vor, mit Babelium stellen wir ein innovatives, IT-gestütztes Lernprogramm für das Üben des Sprechens in der Zweitsprache zur Verfügung. Also IT-gestützt, das heisst, es ist ein Computerprogramm, wo man dann allein am Computer tut, mit dem Computer reden. Voran sagen sie, wenn wir wirklich sprechen, lernen wir. Also es ist ein völliger Widerspruch. Das ist Werbung, um etwas zu verkaufen. Das ist EU. EU gleich Wirtschaft. Dann haben wir da Wirtschaft.
globale Wirtschaftsfirmen, globale Konzerne, wo so sogenannte humanitäre Stiftungen haben. Also es sind Firmen, die weltweit agieren, die haben Stiftungen und die Stiftungen kommen in die Schweiz auch und die bei uns finanzieren, finanzielle Anstöße geben, zum Beispiel in Form von Schulpreisen. Dann tun sie Schulen, die ihnen passen, ihre zukünftige Strategie, tun sie mit einem Schulpreis prämieren und dann meint man, das ist jetzt ein besonders gutes Schulbeispiel. Oder? Das sind aber alles Reformschulen, wo sie prämiert haben. Und das ist natürlich eine Steuerung, oder? Eine neoliberale wirtschaftliche Steuerung, die in die Volksschule geht, ohne dass da das Bevölkerung, das Parlament, jemand etwas davon weiss oder etwas dagegen macht. Das ist also eine völlige Fremdsteuerung, wo etwas passiert, wo wir gar nicht wirklich zur Kenntnis nehmen. Dann haben wir aber auch inländische Drahtzieher, die am Parlament und am Volk vorbeisteuern. Das nennt sich dann Soft Governance, also weiche Regierung, oder? Weiche oder eben unheimliche Regierung. Und das geht immer an der direkten Demokratie und auch an den Nationalstaaten vorbei. Die greifen überall zu und machen dann so Parallelregierungen auf eine Art, die nicht vom Volk legitimiert sind. Eins ist zum Beispiel die Städteinitiative Bildung, wo sich Städte in der Schweiz zusammengetan haben, vor allem Grossstädte. Und die haben zum Beispiel auf dem Programm alle Schulpflegen abgeschafft. Das ist ihr Ziel, oder? Und sie sind fest dran, das zu machen. Und dann eine andere Ding ist die Metropolitankonferenz Zürich. Das sind Wirtschaftsräume, wo die stärksten Wirtschaftsräume, die sich zusammenschliessen, also wo dann versuchen, etwas durchzubringen, was ihnen nützt. Oder? Wo natürlich die anderen das Nachsehen haben, die nicht in diesem Wirtschaftsraum sind. Die nehmen natürlich auch auf die Schulen Einfluss. Dann sagt zum Beispiel Avenue Suisse, also da der Think Tank, man sagt zum Beispiel, wenn wir genügend wenige Soft Governance haben, also so eine heimliche Regierung, nur dann können wir die künftigen Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs erfolgreich annehmen. Wir sagen dann immer, wenn ihr da nicht mitmacht, quasi, dann sind wir abseits und dann geht es mit der Wirtschaft. Also wir schauen da, dass es richtig kommt. Dann haben wir HARMOS. Da hat man, mit HARMOS ist ja auch ein Instrument, um alles gesamtschweizerisch gleichschalten. Und das läuft über ein sogenanntes Konkordat. Das ist eine Art Vertrag zwischen den Kantonen, aber das ist auch etwas, das nicht so auf dem normalen demokratischen Weg geht. Und das HARMOS ist aber eigentlich gescheitert. Oder? Man hat wollen, wenn mindestens 18 Kantone mitmachen, dass man dann allen anderen das kann, das Gleiche aufzwingen. Oder? Und bis jetzt sind aber sind 11 Kantone beigetreten. Und in diesen 11 wird jetzt das gemacht und die anderen können aber noch machen, was sie wollen. Und da sagt der Herr Zbinden dazu, der größte Fehler war, dass man es den Kantonen in einer ersten Stufe überwies, die Bildung über HARMOS zu vereinheitlichen. Damit hat man keinen zusammenhängenden Bildungsraum geschaffen. Ich wollte, dass der Bund von Anfang an die Führung übernimmt
und man das Bildungswesen endlich national versteht und löst, wie dies die Helvetik 1799 bereits vorsah. Also er stand zu Zentralismus. Meine Lösung wäre, und das ist jetzt eine Salamitaktik-Lösung, dass 2/3 des Lehrplans ein einheitlicher nationaler Kernplan sind. Denn eine solche Lösung hätte weniger Widerstand gebracht, als sich jetzt abzeichnet. Also das ist eine typische Salamitaktik, wo es offensichtlich möglichst keinen Widerstand gibt, um alles durchzubringen. Jetzt, wem nützt die Zentralisierung und Gleichschaltung des schweizerischen Bildungswesens? Habe ich da ein paar Zitate aus der Broschüre Einspruch und schon erwähnt habe. Also die sagen, Wissen wird industrialisiert. Und er weiß, dass das Schweizer Fernsehen am 4. Januar Sendung, wo sie sagen, Bildung gilt international als starker Wachstumsmarkt. Heute sind es schon 5,6 Billionen US-Dollar. Und das ist ein Markt, wo man will, den Nationalstaat, also der Öffentlichkeit wegnehmen und privatisieren, damit sie mit dem Profit machen können. Wobei sie wollen natürlich nur die Rosinen, und der Rest kann dann der Staat selber finanzieren. Dann heisst zum Beispiel, da in der Broschüre heisst, der Lehrplan 21 ist ein neoliberales und bürokratisches Ungetüm. Entgegen der Erwartungen der Wirtschaft wird harmlos nicht zu einer Effizienzsteigerung in den Schulen führen. Die OECD sieht Erziehung als wirtschaftliche Investition in die Menschen mit dem Produktionsfaktor Lehrer und dem Rohmaterial Schüler. Die Vermarktlichung, also wenn wir aus dem Bildungswesen einen Markt machen, des Bildungswesens, geschäftsmäßige Vereinnahmung von Forschung und Lehre. Und das führt letztendlich zu einer Vorbereitung auf die 2080-Gesellschaft. Das heisst, es ist so ähnlich, wie das man in Amerika oder in England sieht, sind Eliten, 20% Eliten und 80%, die dann einfach da so beilaufen. Das ist die 2080-Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir in der Schweiz nicht wollen. Wir wollen ja, wir haben eine Demokratie und wir möchten, dass alle gleiche Chancen haben und dass es nicht so einen Unterschied gibt zwischen 20 Eliten und 80. Und dann wollen wir schauen, wie sie durchgehen. Dann heisst es nach Schule am Gängelband globaler Unternehmen. Und da ist vor allem gemeint, dass dann globale Unternehmen dann zum Beispiel Testindustrie, also den Test machen. Dann Franchising-Bildungsunternehmen, das ist gemeint, sie führen Schulen. Also es gibt heute schon in der Schweiz einzelne Schulen, die zum Beispiel von einer Investorengruppe aus Katar finanziert wird und vor allem auch den Profit geholt. Dann gibt es Industrie für Lehrmittel und dann Softwareindustrie, das alles global. Und ich möchte natürlich möglichst einheitliches Bildungswesen über die ganze Welt, dann können sie die Software x-mal verkaufen, die gleiche einfach noch mit Sprache. Und jetzt wird Hans Binder, der ja eigentlich kein Gegner ist vom Lehrplan 21, hat er im November letztes Jahr auch kritisiert. Und zwar sagt er, er stelle fest, dass der Lehrplan 21 die Grundidee der Bildungsverfassung nicht erfasst hat. Dieser müsste den Kantonen lediglich einen Rahmen liefern, das heißt zugeschnittene Lösungen ermöglichen.
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK, habe aber leider den Top-Down-Ansatz gewählt, also von oben nach unten. Sprich, Werte vorgegeben und erst am Schluss die Details ausformuliert. Und dann sagt er noch, heute lehrt das System, wie man sich als junger Mensch verkaufen könne, also das mit Lehrplan 21, aber nicht, wie man im Gemeinwesen Verantwortung übernimmt. So verlieren wir ein zentrales Stück unserer Identität. Jetzt kommt Kapitel, wie die Öffentlichkeit informiert wird in Sachen Lehrplan 21, respektive desinformiert. Winter. Ja. Also da gibt es eine Website, eine Homepage von der Reformer vom Lehrplan 21. Und da drin haben sie schon, das ist da der obere Abschnitt, vorgesehen, was man muss entgegnen gegenüber den Kritikern. Also das schlagen sie vor, Kritikpunkt, wenn Kritiker sagen, mit dem Lehrplan 21 sollen die Kinder selbstentdeckend und selbstgesteuert lernen. Das sagen Kritiker, oder? Das ist ein Nachteil vom Lehrplan 21. Dann sagen sie, ihr müsst den Kritiker sagen, von all dem steht im Lehrplan 21 nichts. Das ist auch so. Dann sagen sie aber noch ehrlicherweise, das Lern- und Unterrichtsverständnis, das dem Lehrplan 21 zugrunde liegt, ist in der Broschüre Grundlagen für den Lehrplan 21 dargestellt. Und die Grundlage, ich gebe Grundlage für den Lehrplan 21, das ist eigentlich eine Volksvertummung, oder wenn man sagt, die Grundlage hat natürlich sehr wohl etwas mit dem Lehrplan 21, so, wenn man dann sagt, das ist nicht im Lehrplan 21, dann ist es einfach nicht in dem Dokument, aber in der Grundlage, und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dort ist es drin. Aber das brauchen dann auch zum Beispiel die Erziehungsdirektoren, wenn sie in den Medien schreiben, zum Beispiel in der Sonntagszeitung, sagen sie dann, viele davon sind aber schlicht falsch, also von den Kritikern. So ist beispielsweise das Wissen für den Erwerb von Kompetenzen zentral. Auch vom sogenannten selbstgesteuerten Lernen steht im Lehrplan 21 kein Wort. Also sie lehnt dann das aus, was dort oben auf der Webseite noch ehrlich wie steht, dass es eben in der Grundlage steht und nicht im Lehrplan 21. Das sagt es auch. Und wer das nicht weiß, denkt ja, die Kritiker, was die wieder erzählen, oder? Das stimmt ja alles gar nicht. Also so wird die Öffentlichkeit informiert, oder? Das da, im grünen Teil, das ist das, was der Satz, der entscheidende Satz, der in der Grundlage steht. Oder? Da heißt es, mit der Kompetenzorientierung ergibt sich eine veränderte Sichtweise auf den Unterricht. Und das ist eigentlich beschönigt, oder? Es ist nicht nur verändert, sondern es ist völlig auf den Kopf gestellt. Ist völlig auf den Kopf gestellt. Dann heisst es, es gibt eigentlich gar keinen Unterricht mehr, er wird abgeschafft. Wird auch der Lehrer wird abgeschafft. Das ist natürlich ganz ein beschönigender Satz. Oder? Aber es steht in der Grundlage. Lernen wird verstärkt als aktiver, selbstgesteuerter, reflexiver, situativer und konstruktiver Prozess verstanden. Das heisst, es ist nicht mehr der Lehrer, der unterrichtet, sondern der Schüler, bestimmt selber. Selbstgesteuert, aktiv, also der Schüler ist aktiv. Situativ, je nachdem, ob es ihm passt oder nicht, lernt er etwas. Und konstruktiv, das ist eine Theorie, die hinter dem Ganzen steht, die hinter dieser Kompetenzorientierung steht. Und die Theorie, die sagt, Menschen können kein Wissen an einen anderen weitergeben. Sondern man muss alles selbst erarbeiten. Und mit dem ist eigentlich der Lehrberuf
braucht es ihn gar nicht. Wenn man dieser Idee nachher hat. Na, Leute. Gut. Und dann, wie der Lehrplan überhaupt entstanden ist, respektive die Grundlagen sind vor allem entscheidend. Da hat es eine Projektgruppe gegeben, die hat 2006 angefangen. Die hat aus 6 Leuten bestanden. Die haben im stillen Kämmerlein, geheim, die Grundlagen für den Lehrplan 21 ausgearbeitet. Und eine von ihren Aufgaben war, Terminologie und Konzept ausarbeiten. Also Terminologie, das heisst, was tun wir für Wörter verwenden, um die Leute möglichst einschläfern. Dass sie merken, um was es überhaupt geht. Und Konzept, das ist eben das Kompetenz, also das Konstruktivismus oder Kompetenzorientierend, wo eben heisst, dass man Wissen nicht weitergeben kann. Und das haben die ausgearbeitet. Und wenn man jetzt schaut, was die Leute, die in diesem Projekt sind, mit was dass sie sich auch Spezialisten beschäftigt haben, dann sieht man zum Beispiel bei der Projektleiterin, das ist ein Nationalrätin von der SP, die hat vor allem Bildungsplanung und Bildungssteuerung gemacht. Also Steuerung heisst immer, man sagt den Lehrern, was sie tun haben, man sagt, wie das Bildungswesen muss, man tut alles dazuziehen. Und die hat zum Beispiel auch Gender und Diversität als Spezialgebiet. Also das heisst, also ich habe Gender, das ist einfach, es gibt praktisch kein Geschlechter mehr, respektive man kann wählen. Die einen sagen, es gibt 20 Varianten von Geschlechter oder 40 Varianten von Geschlechter. Und da gibt es Lehrstühle für das. Es gibt Professoren in den Unis mit Lehrstühlen, die das behaupten. Das ist natürlich ein Lehrplan 21 geflossen. Alle die Leute haben natürlich die Grundlage Einfluss. Dann ist da ein zweiter Mann, ein Geograf, Dozent an einer pädagogischen Hochschule in Bern. Der hat sich vor allem mit Kompetenzmodellen, Bildungsstandards und kompetenzorientiertem Unterricht befasst. Also ist eigentlich kein Zufall, dass denn das auch in die Grundlagen eingeflossen ist. Wenn es einige Leute da in einer Projektgruppe sind, dann hat es noch einen Pfarrer gehabt, Zürich, der mitgemacht hat. Der ist ja vor allem Leiter der Bildungsplanung. Dann hat es einen von Basel Landschaft. Dann hat es einen ganz wichtigen Mann gehabt. Der ist Leiter von der pädagogischen Arbeitsstelle vom Lehrerverband von der Schweiz, vom Schweizerischen Lehrerverband. Und das ist eigentlich der Mann in der Schweiz, der sehr wahrscheinlich die längste Erfahrung hat als Reformer. Oder als ganz scharfe, gewiefte Reform. Und der hat an einer Tagung im 2010 hat er gesagt, Heterogenität, das heisst, wenn das Wissen oder der Lernstand der Schüler in einer Klasse möglichst weit auseinander, also wenn der Unterschied zwischen Best und Schlechtest möglichst weit ist, das ist Heterogenität. Und bisher hat man geschaut, möglichst Homogenität, weil dann kann man Klassenunterricht machen. Wenn man alle kann mitnehmen kann, alle jemanden auf dem gleichen Level. Und Heterogenität ist genau das Gegenteil. Und mit dem hat man eigentlich gesagt, man hat einerseits Heterogenität bekommen, indem man nicht mehr repetieren lassen hat, oder indem man schwache Schüler reingenommen hat, dann mit der Integration, dann mit den Altersdurchmischten, Klassen, wo man 3, 4, 5 Klassen miteinander hat man eigentlich teilweise extra Heterogenität gemacht, wie man gesagt, behauptet hat, das gäbe mehr Chancen gegeben. Und dann sagt der Anton Strittmatter, der Lehrplan 21 geht davon aus, dass die Lehrpersonen wegen den Heterogenitätsbedingungen an den Schulen Heterogenität nie wirklich zu meistern vermögen.
Also das heisst, der Lehrplan geht davon aus, dass die Lehrer gar nicht können, die Heterogenität der Meister in die Schule. Dann haben wir da Medienmitteilung von der Medien gemacht. Und da sieht man, wie langsam sich der Lehrplan 21 quasi im Bildungsartikel hineingeschlichen hat oder hineinmontiert worden ist. Und er gar nicht drin stand. 2006 hat die EDK knapp gesagt, landesweit verbindliche Standards, Basiskompetenzen. 2009 heisst dann, der neue Lehrplan orientiert sich an Kompetenzen. Also man hat schon etwas aus dem Sack klar, also Kompetenzen, das ist die Ideologie, die dahinter steckt. Die 21 deutsch-schweizer Kantone lösen mit diesem Lehrplan die verfassungsmäßige Verpflichtung, und da meint natürlich der Bildungsartikel, ein, die Ziele und Inhalte der Schule harmonisieren. Also die beiden Medienmitteilungen widersprechen sich, kommen aber von der gleichen EDK. Einfach 3 Jahre später. So wird die Volk informiert. Oben heisst es noch, Standards, Basiskompetenz und unten heisst dann plötzlich verfassungsmässig Inhalt. Also Lehrplan ist ein Inhalt. Jetzt ist es so, es wird in der, wenn man Zeitungen über den Lehrplan 21 anschaut, ist immer von diesen Kompetenzen. Oder? Also da die reduzierten Kompetenzen, die jetzt nur noch 2700 Kompetenzstufen haben, von denen ist eigentlich immer drin. Aber das ist eigentlich nicht das Gefährliche am Lehrplan 21. Das Gefährliche ist das selbstgesteuerte Lernen oder selbst. Es hat verschiedene Namen, aber es ist immer das Gleiche. Also in diesen Grundlagen redet es von selbstgesteuertem Lernen. Und Meinung ist, dass einfach der Unterricht abgeschafft wird, dass der Lehrer keinen Klassenunterricht mehr macht, dass die Schüler selber sagen, was sie wollen und ob sie überhaupt lernen. Und dann, Reformer reden dann vom Unterricht ohne zu unterrichten. Und da hat es Versuchsschulen gegeben, allerdings normalerweise auf Sekundarschulniveau, wo die Schüler natürlich schon etwas anders lernen, schon etwas selbstständiger sind. Und eine von denen ist die in Niederglatt. Und da hat es dann prompt einen Aufstand gegeben von den Eltern. Darf ich nur ganz kurz, ja. Wir beide sind also auf dieser Schule Niederglatt, Niederhasli. Also darum sind wir übrigens auch hier. Muss ich offen sagen. Ja. Sie mich korrigieren, wenn ich etwas falsch sage. Nein, ja, das werden wir gerne machen. Also die Bilder können wir schon mal unterschreiben. Ja. Und wir würden gerne ja. Nachher noch über das auch noch. Und da sieht man, wie es denn aussieht, oder? Ja. Schule ohne Lehrer, oder? Ja. Jeder hat seinen Arbeitsplatz und macht da irgendetwas, oder? Also das ist der Lehrer. Wenn es wirklich selbstgesteuert ist, was der Lehrer eigentlich da nicht dazu sagen, sondern die möchten. Oder eben auch nicht. Und der Lehrer, und was auch noch ist, wenn man jetzt da anfängt mit dem Lernen, ist ja kein Unterricht mehr, dann ist vom ersten Tag an, um sich vorzustellen, in der ersten Klasse, da gibt es Kinder, die können schon lesen und schreiben vielleicht. Gibt es Kinder, die können das noch nicht, weil sie wollen das lernen in der Schule. Dann sitzen zum Beispiel 2 Sennige nebeneinander. Da kommt da der Lernbegleiter, wie es heisst, beim Lehrplan 21, und wird Arbeitsblätter austeilen. Und das Kind, das schon lesen kann, das nervt dann sofort, kann er lesen, um was es geht, und kann das Arbeitsplatz ausfüllen. Und zu Abend hat das vielleicht schon 10 Blätter ausgefüllt. Und das nebenan, das noch nicht lesen kann, hat noch gar nichts gemacht. Und der Lehrer, der ja nicht mehr das Thema
in der ganzen Klasse einführen, der muss ja von einem zum anderen gehen, oder? Und der hat gar nicht keine Zeit, um, sagen wir, am ersten Tag schon bei allen verschiedenen zu gehen. Und dann gibt es in diesen Schulen da, müssen die Schüler sogar einen Termin verlangen, haben sie etwas mit dem Lehrer. Das ist ja so. Das ist ja so. Ein Lehrer-Input ist denken einmal pro Woche. So genau, also ein Lernbegleiter-Input. Ja, und da ist natürlich Lernbegleiter für Lernbegleiter. Wenn man nicht mehr muss unterrichten muss, kann man im Prinzip auch einen Senior im Klassenzimmer nehmen. Die haben ja meistens auch einen Background, einen Hintergrund, wo sie haben. Oder man kann einen Zivil nehmen, einen Zivildienstleistenden, der dann dort Arbeitsblätter abladen von dem irgendeinem Konzern, Bertelsmann oder wie der heißt. Und dann das verteilen. Oder? Und das ist für die Politiker, die sparen wollen, die sind überqualifizierte Lehrer. Nehmen wir doch lieber da, die sind gratis. Also wenn man das wirklich so wie das andenkt, wenn man das so durchzieht, das ist das. Jetzt hat es da eine ganze Liste von negativen Punkten. Ich weiß nicht, wie ich da zeitlich bin. Wie bin ich zeitlich? Ja, ich glaube. Das nehmen vielleicht nur ein paar. Also, selbstgesteuertes Lernen verhindert Klassenunterricht. Das heisst, Methodenfreiheit AD. Es gibt keine andere Methode. In dieser Grundlage ist nur das beschrieben. Keine andere Methode. Steht natürlich nicht, es ist keine Methodenfreiheit mehr, das steht nicht. Aber das kommt auf das aus. Der Lehrer wird zum Lernbegleiter. Arbeitsblätter, Download von Bertelsmann. Der Lehrer als grösster Wirkungsfaktor für eine gute Schule ist ausgeschaltet. Also das, was eigentlich eine gute Schule ausmacht, wo ein höherer Stand von der Bildungsqualität ausmacht, wird ausgeschaltet, de facto. Also mal vorhin. Dann hat müssen Sie mich auch korrigieren, von dieser Versuchsschule, habe ich gelesen, sind in dieser Reformphase 75% der Lehrer gegangen. Also es sind sehr viele gegangen, das ist richtig, ja. Da kann man sich vorstellen, was dann passiert. Und es ist so, wenn man einmal angefangen hat mit dem, dann kann man nicht mehr zurück. Weil vom ersten Tag an geht die Lernspanne auseinander. Es gibt einen Schereffekt und das geht immer mehr auseinander. Und da kann man nie mehr kommen und dann im Klassenunterricht mit dem gleichen Thema für alle. Das geht so auseinander. Und dann ist auch der Bildungsartikel, wo ja die Idee ist, dass man den Kanton wechseln und die Schule wechseln kann. Und da kann man schon wieder anfangen, das ist völlig illusorisch. Selbst der Lehrer weiß nicht genau, was jetzt der Schüler alles selber durchgenommen hat und wie weit er im Stoff ist und was. Und ob man das überhaupt kann und so. Und Prüfungen sind dann nicht mehr möglich. Man kann nicht etwas prüfen, wenn alle unterschiedlich sind. Und darum muss man ja den Kompetenzraster, das Kompetenzmonster machen, wenn man gar keine Prüfungen haben. Das ist eben da der John Hattie, der eine weltweite Studie zusammengefasst hat und dann sagt, als Fazit, selbstgesteuertes Lernen bringt keinen Lernfortschritt. Dann ist, das ist so ein Lehrplan, wie denn der aussehen kann. Und die selbstgesteuerte Lernen, sagen Professoren in Deutschland, haben gesagt, ist eine krude Mischung von Antipädagogik, anti-autoritäre Erziehung und Konstruktivismus. Also das ist nichts Neues, sondern das sind Reformideen aus dem letzten Jahrhundert, die da schon gescheitert sind. Das kennen wir ja von selber hin, wo die Arbeit heisst.
Und so sieht ein Stundenplan aus, also es sind keine Fächer, die Fächer werden ja aufgelöst im Lehrplan 21. Da sieht man nicht, wo jetzt Mathematik oder wo Deutsch oder weiter, das heißt, im Prinzip braucht man gar nicht. Das heisst einfach noch, wo nur die Schüler bestimmen und wo vielleicht noch jemand anderes bestimmt oder wo vielleicht alle gemeinsam gehen turnen oder singen, das wird dann strukturiert. Es könnte aber auch so aussehen, dass alles freie Phasen werden. Und jetzt, wenn die Lehrer nicht mitmachen, wenn die Lehrer nicht mitmachen, also es ist heute schon so, wir kennen ein Beispiel aus der Stadt Zürich, wo Lehrer kurz vor der Pensionierung gekündigt haben, weil man wollte so eine Versuchsschule einführen. Also man hat es dann gemacht und die Lehrer sind gegangen. Das erfährt man gar nicht. Das ist also vielen Orten, hat es Aufstände gegeben, die Lehrer haben sich gewehrt, aber das weiß man praktisch nicht. Das ist also nicht nur in den Niederlanden. Und jetzt tun sie sich natürlich überlegen, was machen wir, dass man die Lehrer dazu zwingen können, dass sie dann das auch machen, was im Lehrplan steht. Bis jetzt kann ein Lehrer, ist er ziemlich frei, und man kann ihn. Und das sind jetzt einfach zwei Beispiele. Das eine links, das heisst Classroom, wo Schule. Da ist gedacht, dass ein Schulleiter so 10-mal im Jahr schnell ein paar Minuten reinschaut. Er kommt rein, sagt nicht Grüezi, sitzt da nicht 10 Minuten, geht wieder raus, sagt nichts. Macht er sich Kreuzchen nachher und eines von den Kreuzchen in diesem Beispiel ist offene Lernformen. Das ist genau selbstgesteuertes Lernen. Das andere Instrument heisst Kompetenzmanager für Selbst- und Fremdeinschätzung. Und dort hat es auch einen Punkt drin, erweiterte Lehr- und Lernformen. Da muss sich dann der Lehrer selbst einschätzen, ob er das macht oder nicht. Und Fremdeinschätzung ist dann der Schulleiter oder die Schulpflege, oder mit dem kann man die Lehrer kontrollieren, ob es das tatsächlich macht. Das sind zwei Beispiele aus dem Kanton Thurgau. Auswirkungen der Schulreformen. Vielleicht da nur das Oberste. Also der Konstruktivismus wird an der pädagogischen Hochschule schon seit 20 Jahren gelehrt. Für die jungen Lehrer. Die Junglehrer, die kommen langsam nach. Die kennen gar nicht mehr wieder. Und dann Blick sagt, Schüler sind zu dumm für die Lehre. Das haben wir heute schon, 20%. Und dann, was tun? Was haben wir? Herr Erb schon angeschrieben. Da ist jetzt noch Bern, wäre jetzt auch noch Geld. Gell sind die, die haben nicht gesehen, die Unterschriften. Danke.